Hallo und herzlich willkommen zur Videoanleitung für den Arcade Emulator MAME 32. Bevor wir mit dem Spielen anfangen können, müssen wir noch einige grundsätzliche Einstellungen vornehmen. Nicht wahr? Gut, nachdem wir es gestartet haben, sieht es so aus. Bei mir, hier in meiner Version, ist es schon fertig. Aber bis wir so weit kommen, würde ich euch mal gerne zeigen, wie es weitergeht. Also, wir haben hier oben die Menüleiste. Leider ist das Programm in Englisch. Wir gehen auf Optionen, gehen auf Directories und sagen dem Programm, wo die ganzen Spiele und Einstellungen stehen. ROMs, das sind die Spiele. Wir klicken auf den Browse-Button und geben unseren Spielordner an. Das ist hier in diesem Fall MAME Games. Das gleiche machen wir mit Samples. Browsen und geben auch den Spieleordner an. Das machen wir mit jedem einzelnen Punkt. Mit Configuration, also für Config-Dateien, Browse, gehen wir die Config-Ordner an. Das machen wir mit allen Punkten. Und wenn wir damit fertig sind, klicken wir auf OK. Das Programm initialisiert sich, weiß, was zu finden ist. Und schon können wir hier einige Fotos erkennen, einige Bilderchen und die Liste der Spiele. Gut. Jetzt sind wir noch nicht fertig. Wir gehen nochmal auf Options, gehen auf Default Options, steht für Standardeinstellungen. Hier haben wir noch ein paar Sachen vorzunehmen, die erstmal wichtig sind, damit das läuft. Hier ist noch ganz wichtig, Run in a Window. Wenn ich das Häkchen weglasse, dann ist es Vollbildschirm. Wenn ich das Häkchen dran mache, dann können wir das Spiel in einem Fenster spielen. Die Einstellungen bleiben alle erhalten. Wir gehen auf Advanced und sehen, dass wir noch grafikkartentypische Einstellungen ändern können. Aber wichtig ist hier erstmal nur die Auflösung, die man hier einstellen kann, und das Seitenverhältnis, die Aspect Ratio. Sound zeigt, in welcher Qualität die ganzen Spiele wiedergegeben werden. Controllers, da können wir unsere Joysticks und unsere Maus einstellen. Das Häkchen müssen wir machen, weil auch einige Spiele mit Maus gespielt werden können. Hier haben wir noch Verschiedenes. Das sind Punkte für den Profi. Und dann haben wir noch den Punkt Vektor. Einige Spiele sind auch auf Vektorbasis, das heißt Kathodenstrahltechnik, wie es früher mal war. Und ich habe den einzigen Punkt hier, Beamwidth, habe ich verändert, weil die dünnen Strählchen dicker sein sollen, damit ich auch was erkennen kann. Ach, gehen wir mal auf 3,5. Okay, dann drücken wir OK und haben jetzt schon global für alle Spiele diese grafischen Controller und Sound-Optionen eingestellt. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir ein Spiel spielen wollen, wie zum Beispiel ein Spiel, welches da heißt, wie soll es denn heißen, welches nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir mal Polaris, dann nochmal einen Doppelklick. Oh, was ist das denn? Das ist jetzt Run-in-a-Window-Modus. Ich habe ja das Häkchen aktiviert, das habt ihr eben gesehen. Und man kann das natürlich auch richtig schön strecken. Aber wir sehen, es ist ja nicht 4:3. Es ist ja 3:4. Also, gehen wir nochmal zurück in das Hauptspiel. Nehmen das jeweilige Spiel, machen einen Rechtsklick und gehen auf Properties. Und jetzt sind wir in dem Modus, wo wir individuell für jedes einzelne Spiel die Einstellungen vornehmen können, die den Standardoptionen abweichen. Jetzt gehen wir auf Advanced und stellen hier die Aspect Ratio, das Seitenverhältnis, um. Und zwar auf 3:4. Gehen auf OK. Machen nochmal einen Doppelklick, um zu sehen, ob es stimmt. Und das Seitenverhältnis ist 3:4. Und jetzt strecke ich das Ganze mal ein bisschen. Und jetzt sehen wir einen Bildschirm. Das ist jetzt mal schön, dass das mal hier, dass das jetzt passiert. Gerade, dass das jetzt, gut, dass das jetzt passiert, nicht wahr? Es sorgt und bläst der Heinzelmann, bevor Mutter erstmal blasen kann. Nein, hier steht Type OK. Zack, dann kommt ein, ja, Spiel hat keinen Sound.
Deswegen, es gibt auch Spiele, die in der Spielhalle standen, die überhaupt gar keinen Sound hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Gut, jetzt sehen wir einen Informationsbildschirm. Wer das Spiel programmiert hat, welche Jahreszahl, die CPU-Sounds und so weiter und so fort. Dann drücken wir irgendeine Taste auf unserer Tastatur und das Spiel beginnt. So, jetzt steht da Insert Coin, also Münze einwerfen. Habe ich jetzt gar nicht dabei. Ich drücke auf meiner Tastatur die 1 für eine Münze und schon haben wir einen Credit. Da steht da rechts, nee, ich muss die 5 drücken. Entschuldigung, die 5 drücken. So, jetzt haben wir einen Credit. Jetzt drücke ich noch eine Münze ein, das können wir auch zu zweit spielen. So, dann drücke ich die 1 und geht das Spiel los, nicht wahr? Und so weiter und so weiter. Wie schon gesagt, ist das Spiel zu schmal, nochmal Rechtsklick machen, Properties, Advanced und das Seitenverhältnis hier ändern. Mehr ist das nicht. Und das sind jetzt die grundlegendsten Einstellungen. Wer jetzt neugierig geworden ist auf die anderen Menüpunkte innerhalb des Spiels, kann ich auch zeigen. Ich drücke die Tab-Taste und kann zu diesem Spiel noch einige Funktionen aktivieren. Input General, das heißt so viel wie globale Einstellungen der Spiele. Input This Game sind die Einstellungen nur des gerade aufgerufenen Spiels. Wenn ich dann Enter drücke, kann ich hier die ganze Tastaturbelegung nochmal ändern. Gehe ich wieder zurück mit Escape. Dip Switches, das ist der Punkt. Bei den Automaten gab es auf der Platine so kleine Schalterches, die, einen Service-Mode beinhalten, falls mal der Typi kommt und das den Automaten reparieren will. Das ist wie so ein, wie beim Fotokopierer, dass es da so einen Service-Mode gibt. Aber wenn ich das jetzt alles erklären würde, das würde den Rahmen sprengen. Cheat, hier kann man auch Cheats aktivieren, mit den Cursor-Tasten draufgehen, Enter drücken und wir können den Cheat aktivieren. Mit Enter jeweils, nicht wahr? Und dann Return. Und wir müssen, wenn wir einen Cheat aktivieren, müssen wir nochmal das ganze Spiel resetten. Das habe ich jetzt hier gemacht, damit die Cheats aktiviert werden. Ja, aber nicht für jedes Spiel gibt es Cheats. Man müsste sich nämlich selber programmieren. Aber das kann man ja in diesem Menü, welches ich gerade gezeigt habe, ja sehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was hier zeigen und ihr habt es verstanden. Und bitte seht mir einige Versprecher, es, ums und sowas nach, nicht wahr? Ich habe es hier ziemlich oft aufgenommen und boah, das ist alles so bunt. Okay, ich wünsche euch viel Spaß, macht's gut, ciao.